Da wir ja Schwestern und Brüder im Schwäbischen Geiste sind, sind wir ja eigentlich per Du. Jetzt ist die Frage, ist da irgendjemand dagegen? Denn schwätze ich natürlich per Sie. Okay, dann bleiben wir beim Du. Nochmal? Ja, genau. Und wenn viele da stehen, dann kann ich wir müssen uns ja mit unserem Dialekt permanent rechtfertigen. Das geht mir irrsinnig auf den Zeiger. Und deshalb schwätze ich auch wirklich ganz bewusst überall Schwäbisch. Und selbst in St. Peter-Ording wissen sie jetzt, was weg sind. Weil wenn man 3 Tage noch geht und 3 Tage Wecke verlangt beim Bäcker, dann kriegt man am Schluss dann die Wecken auf. Man muss nur stur genug sein. Und das bin ich. Aber ganz besonders müssen wir uns ja immer rechtfertigen mit unserer Uhrzeit. Weil 5:45, das sind für manche Leute doch schon ganz arge Mysterien. Und dabei ist unsere Uhrzeit ja eigentlich total logisch. So logisch, wie wir auch ticken, meistens. Und am idealsten kann man es einem Glas Wein erklären. Herausforderung an euch. Wir stellen uns das Glas 3/4 vor. 3/4 eine. Es wird doch kein Mensch sagen, das Glas ist 15:45. Was eben 8:45 bedeutet. Und sieht ja auch kein Mensch, es ist 8:15 leer, oder? Sieht niemand, es ist 15:45. Also. Balge. Das ist doch bloß ein Strohhalm, hat's gerufen und den Zauberer dabei recht blamiert. Und was haben die Leute gemacht? Die haben den Hexermeister zum Flecken ausgejagt. Das hat ihm aber recht gestunken und kreuznarrt wie er war, hat er geschworen, Mädel, das muss man rausgehen. Ein paar Jahre später hat das Mädel, das jetzt schon eine richtig saubere Frau war mit allem, was dazugehört, heiraten wollen. Die ganze Hochzeitsbagage ist übers Feld marschiert, dort nach, wo die Kirche gestanden ist. Bloß auf einmal ist auf dem Weg dort noch das Bächle angeschwollen gewesen und es hat auch keinen Steg oder gar eine Brickle gegeben. Die Braut, nicht dumm, hat ihre Reck allesamt aufgelupft, um durch den Bach zum Durchwaden. Wie sie aber mitten im Wasser gestanden ist, war urplötzlich der Hexermeister am Ufer gestanden und hat sie angefrotzelt. Ja, wir, hast denn keine Glotzpäppel im Kopf? Siehst denn du das nicht? Es ist doch gar kein Wasser. Da ist die Braut fast vom Glauben abgefallen. Wie sie an sich runterguckt hat, da ist sie mit hochgezogener Reck mittler drinnen immer blau blühender Flachsfeld gestanden. Und darum ist sie ganz blutquer. Und alle Hochzeitsgäste haben das gesehen, was eigentlich bloß der Bräutigam hätte sehen dürfen. Das war's noch mit der Hochzeit. Die 3 Faulenzer. Im Juli 2015 sehr frei nach den Gebrüdern Grimm verfasst. Lang ist's her. Da hat's einen König gegeben und der hat 3 Buben gehabt.
alle drei hat er gleich gern gehabt. Und deshalb hat er auch nicht genau gewusst, wer er mal sein Nachfolger werden soll. Ihr müsst wissen, die Königin damals, wie heute, nicht viel zum Durchgehen. Und sie sind meist ohne etwas zum Schaffen zu mir so auf ihrem Thron rumkommt. So wird auch schnell klar, wie der König auf so eine saublede Idee gekommen ist, wer als nächster auf dem Thron rumflatschen soll. Weil wie er gemerkt hat, es ist jetzt die Zeit zum der Löffel abgeben, hat er seine drei Faulenzer kommen lassen und zu denen hat er gesagt, also liebe Buben, ich habe mir überlegt. Mensch, aber war recht zufrieden. Jetzt ist es halt so. Der Mensch wird rund 80 Jahre alt. Die ersten 40 Jahre sind seine beste, bloß die gingen schnell vorbei. Der Mensch ist gesund, gut drauf, schaffig und freut sich an jedem Tag. Dann kommen die Jahre vom Esel. Er muss ein Päckchen ums andere schleifen, die Kornsäcke buckelt er vor andere und was kriegt er? Weh, Streich, wie gut.